Die DFB-Elf liegt hier vorne nach dem ersten Durchgang, kann so weitergehen. Ja, da läuft der Ball sehr gut. Sie tun aktuell wenig für die Offensive. Aber sie müssen es ja auch nicht zwingend. Rüdiger. Mittelstädt. Er passt ihn auf den Flügel. Leonardo Bittencourt. Guter Pass jetzt. Ja, energischer Vorstoß. Jordan Torunariga. Timothy Weah. Christian Pulisic. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Von ihm hatten wir uns heute durchaus mehr erhofft. Harmlos sein Auftritt bisher. Er kann sich da vorne überhaupt nicht in Szene setzen. Das ist auch ein Grund für den Rückstand. Eggestein. Ball bei Rüdiger. Alexander Nübel. Long. Weston McKennie. Tyler Adams. Ist das vielleicht die Chance auf den Anschlusstreffer? Gut den Ball verteidigt. Sucht die Lücke. Kopfball geht ins Seitenhaus, gibt Einwurf. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Tyler Adams. Macht er. Timothy Weah. Es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch einen Treffer. Dann haben sie den Ausgleich. Da ist das Tor nochmal und es ist nicht zu übersehen, da sind sie viel zu passiv. Wir müssen irgendwie doch den Ball da aus dem 16er kriegen. Unglaublich. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Meier. Mittelstädt. Leonardo Bittencourt. Jan-Fiete Arp. Ball läuft da gut jetzt. Suat Serdar. Meier. Suat Serdar. Eggestein. Weiser. Anspiel kommt gut. Ball kommt rein. So, Situation bereinigt. Bradley. Christian Pulisic. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Jordan Torunariga.
Ganz schwacher Pass. Ball draußen. Tyler Adams. Pass auf den Flügel. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Macht er gut. Die Defensive steht. Weiser. Rüdiger. Mittelstädt. Gefährlich jetzt. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Da verlieren sie den Ball. Guter Pass. Mitchell Weiser. Geht da voll in diesen Zweikampf. Klar, das gibt hier Einwurf. Sie ziehen hier gleich alle Optionen. Drei Wechsel auf einmal. Da kann er sich den Ball holen. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Tyler Adams. Die USA mit dem Angriff. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Könnte der Ausgleich sein. Der Schuss war nicht gut. Kein Problem für ihn. Eduard Löwen. Meier. Maximilian Eggestein. Super Tackling. Weiter die USA gibt Vorteil in dieser Szene. Timothy Weah. Tyler Adams. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Weston McKennie. Christian Pulisic. Klasse Aktion. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Tyler Adams. Chandler. Jetzt vielleicht die Flanke. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Timmy Chandler. Ball kommt in die Mitte. Da können sie erstmal klären. Weiser. Die Chance auf den Konter. Eduard Löwen. Da sind Mitspieler frei. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Timothy Weah. Christian Pulisic.
Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Amiri. Jetzt haben sie den Ball. Weston McKennie. Gutes Anspiel. Timmy Chandler. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Weston McKennie. Die Defensive steht. Oh, toller Pass, gute Aktion. So, was machen sie draus? Den Ball holt er. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Christian Pulisic. Brooks. Rolda. Die Mannschaft der USA kommt. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Da stand der Assistent gut. Abseits. Klasse Pass. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Guter Einsatz, er hat den Ball. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt zumindest so. Christian Pulisic. Guter Pass jetzt. Sieht gefährlich aus. Spielt den Ball. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Timothy Weah. Eggestein. Weiter geht es mit einem Einwurf. Weiser. Ta. Guter Pass. Nadim Amiri. Eggestein. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Roldan. Weston McKennie. Timothy Weah. Weah! Was macht er draus? Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Wichtig, dass er sich den Ball holt.
Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Rüdiger. Meier. Nadim Amiri. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Weiser. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Und das ist Tor Nummer 3. Eine wirklich überragende Leistung heute von ihm. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Roldan. Tah. Das ist Tah. Rüdiger. Eggestein. Das ist Rüdiger. Henrichs. Amiri. Mittelstädt. Ball bei Rüdiger. Die kurzen Pässe jetzt, sehr ballsicher sind sie da. Sie haben natürlich auch die Führung im Rücken. Auch dieser Ball kommt gut. Sie sind heute sehr sicher im Passspiel. Klasse. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Eduard Löwen. Das ist Tah. Rüdiger. Henrichs. Er kann ihn nicht aufhalten. Gut durchgesetzt, gefährlich. Schöne Flanke jetzt. Ja, da müssen Sie aufpassen. Klasse, wie er da hingeht, gibt Einwurf. Weston McKennie. Roldan. Chatlin. Eduard Löwen. Mitchell Weiser. Da nimmt er ihm die Kugel vom Fuß, Buschi. Gut reagiert vom Torwart. Gut rausgekommen. Rüdiger. Das ist Tah. Mittelstädt. Amiri. Sie spielen sich jetzt den Ball hin und her. Die Zeit verrinnt. Klar, das gefällt hier nicht allen. Eduard Löwen. Tah. Das ist Tah. Eggestein. Henrichs. Deutschland mit Drang nach vorne. Super Zweikampf, den Ball hat er. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Ja, sie können erst mal klären. Kopfball geht ins Seitenhaus, gibt Einwurf.
Roldan. Jetzt kann da was entstehen. Gut verteidigt. Fängt diesen Ball ab. Timothy Ware. Das hätte sein zweites Tor heute sein können. Aber er macht ihn nicht. Trotzdem, gutes Spiel bisher. Keine Zeit mehr zum Schönspielen. Jetzt muss die Brechstange raus. Und deshalb wird der Keeper den Ball hoch und weit bringen, in der Hoffnung, dass sie doch noch eine Chance erhalten. Roldan. Ja, guter Pass. Ja, vielleicht geht da noch was. Eduard Löwen. Meier. Jan Fiete ab. Egestein. Das ist Tah. Amiri. Tah. Das ist Rüdiger. Jan Fiete ab. Maximilian Eggestein. So langsam wird's gefährlich. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Das ist es vielleicht. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingehechtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Der Ball kommt rein. Der Kopfball ist drin. Da kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke. Und dann hat er am Ende keine große Mühe mehr. Hält nur noch den Schädel hin. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Long. Bradley. Timothy Weah lässt sich den Ball nicht abnehmen. Da steht die Abwehr sicher. So, da wird es angezeigt. 4 Minuten zusätzlich sehen wir noch. Mittelstädt. Die deutsche Mannschaft verliert den Ball. Guter Pass. Bradley. Nee, 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 da war keiner. Wichtig, dass er da klärt. Weston McKennie. Eggestein dazwischen. Weiser. Henrichs. Rückpass zum Torwart. Rüdiger. Eduard Löwen.
Amiri. Das ist Tah. Tah. Henrichs. Amiri. Tah. Das ist Rüdiger. Mittelstädt. So, Schlusspfiff in dieser Begegnung. Der Sieg geht heute an die Gäste. Tolle Leistung heute. Das Ergebnis spricht Bände. Waren kaum Schwächen auszumachen. Ein absolut überzeugender Auftritt.